Ja, servus und hallo, heute zu einem Survival-Tasting. Und zwar kommt es so, Freunde von mir haben auf einer Berghütte ungefähr 1400 Meter Höhe die Lebensmittelvorräte ausgemistet, aussortiert nach Haltbarkeit. Und dann hat einer gesagt, angeregt durch meine Verkostungen von Senf und Kloberbeer, heute, bevor wir das wegschmeißen, da fragen wir einen Hermann, ob er da Interesse hat, das zu verkosten. Schauen wir, was da rauskommt. Ich habe sofort gesagt, ja, her damit. Ich war sofort Feuer und Flamme, denn Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja ein Thema der Zeit. Wir kennen das vom Containern, was verboten ist. Die Industrie nimmt eigentlich gute Ware aus dem Regal und man darf sie nicht mehr verbrauchen. Und jetzt haben wir ja auch die eine oder andere Versorgungsproblematik und da ist vielleicht auch interessant, einmal hinzuschauen, was hat es da auf sich mit dem Haltbarkeitsdatum? Ja, Lebensmittel an sich sind organische Substanzen und freilich, da passieren immer ja, Zerfallsprozesse, Umwandlungsprozesse statt. Die Moleküle ändern sich, der Geschmack kann sich über die Zeit ändern. Vor allem Fette sind da sehr anfällig. Ja, da gibt es bestimmte Enzyme oder Proteinfraktionen, die arbeiten an diesen schönen großen Fettmolekülen. Und sogar wie intensiv das ist, kann man sehen, wenn Sie einen fetten Schweinsbraten einfrieren und den nach einem Jahr, eineinhalb Jahr wieder rausnehmen, dann merken Sie deutlich, dass da eine Qualitätsänderung stattgefunden hat. Dagegen, wenn Sie ein fettarmes Filet mit vielleicht 5%, 4% Fettanteil einfrieren, das nach einem Jahr raus und da merken Sie kaum einen Unterschied. Natürlich die Menschheit, die Metzger, wir konservieren mit Zucker, mit Salzen, mit Essig, mit Erhitzen etc. Und nehmen wir die ungarische Salami, da ist diese Behandlung zur Höchstform aufgelaufen. Eine ungarische Salami ist quasi unendlich haltbar, aber die eine oder andere schmeckt halt auch ein bisschen seifig dann. Das Gesetz zum MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, das wurde 1981 erlassen und ist somit auf allen verpackten Lebensmitteln Pflicht. Und die Industrie, die meint es ja sicher gut mit uns Verbrauchern und vielleicht auch mit sich selbst, indem sie das natürlich nicht zu lang macht, damit die Ware auch aus dem Regal rausgeht. Aber ist schon klar, stellen wir uns vor, ein Ketchup, der ungünstigen Fall in einem Supermarkt, in einem Regal steht, wo jeden Tag 6 Stunden die Sonne drauf scheint, der wird warm. Und es ist auch so ein Gesetz in der Chemie oder Physik, erhöhe ich die Temperatur um 10 Grad, verdoppelt sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Entsprechend altert so ein Ketchup in der Sonne natürlich schneller und da will man natürlich vorbeugen. Ja, ich finde bei Lebensmitteln gibt es nicht nur ästhetische Normen, sondern auch ethische Normen, die heißen, ja gut, solange das noch gut ist, soll man es auch noch essen. Immerhin, gerade wenn es um Fleisch geht, da ist ein Tier dafür gestorben, das sollte man nicht einfach wegschmeißen, wenn es nicht sein muss. Ja, und so will ich natürlich nicht sagen, verdorbene Lebensmittel, denn was natürlich schon schlimm ist, wenn Lebensmittel mit Keimen belastet sind, mit Pilzen oder wenn sie schimmeln, da entstehen Toxine, die sind unangenehm für uns und führen ja mitunter zu starken Beschwerden. Zum Beispiel in Deutschland das häufigste, ja, die häufigste Lebensmittelvergiftung ist mit einem Staphylococcus aureus. Und zwar wird der von den Händen übertragen auf das Lebensmittel. Und wenn das Lebensmittel dann genügend Zeit hat, dann kann sich der vermehren und er scheidet toxische Stoffe auf. Wenn wir es jetzt erhitzen und in den Magen geben, die Magensäure, die töten zwar die Keime ab, aber nicht die toxischen Substanzen. Drum kann man das auch nicht wieder gesund kochen. Ja, und wie gesagt, meine Freunde haben mir ein ganzes Paket an Lebensmitteln, abgelaufener Lebensmitteln gegeben. Und ich habe jetzt für heute mal 4 repräsentative Würzsoßen rausgesucht. Es ist ja so, auf einer Hütte über 1000 Meter, da sagt man immer, ja, da ist noch einiges Pfennig gut, was in
den Niederungen von München schon mit Rümpfen der Nase beurteilt würde. Und trotzdem passiert es halt immer wieder auf einer Hütte, dass einiges übrig bleibt, was geöffnet ist. Man ist nicht dauernd dort und so gibt es lange Standzeiten. Und ja, so wandern manche Dinge einfach immer nach hinten ins Regal, denn auch klar, auf der Hütte willst du keine Lebensmittelvergiftung haben. Unbeheiztes Klo, kaltes Wasser, keine Waschmaschine, Krankenhaus, weit weg, problematisch. Ja, und so, wie gesagt, habe ich hier wirklich tolle MHD-Schmankerl zur Verfügung gestellt bekommen. Beginnen wir hier mit diesem Heinz Tomatenketchup, Ablaufdatum Juli 2019, eine Hot Salsa Texicana von der Firma Macke, Ablaufdatum August 2019, also das sind mittlerweile 3 Jahre und ein Monat. Dann haben wir hier eine Barbecue-Soße von der Firma Kania, das ist der Feinkost Lidl, abgelaufen Dezember 2020. Und zu guter Letzt hier eine würzige Remouladensoße, gut und günstig, von der Edeka-Gruppe, abgelaufen Dezember 2021. Also quasi der jüngste unter diesen Kandidaten. Und die will ich jetzt gern mal verkosten. Fangen wir mit dem Ketchup an. Den schüttelt man jetzt erst einmal, dass er aufgemischt wird. So, die Konsistenz ist noch gut. Noch fest. Man erkennt noch das Tomatenaroma, das Ketchupige. Ja, es ist also keine Ketchup-Explosion mehr oder keine Intensität. Die hat ein bisschen verloren, aber es ist noch die Säure da. Es schmeckt süß. Es schmeckt eigentlich in keiner Weise verdorben. Also das kann man durchaus noch verwenden, wenn man nichts anderes zur Hand hat. Ein bisschen langweilig, aber nicht ungesund. Also es schmeckt nicht giftig. Dann hier die Texicana-Soße von Maggi, abgelaufen vor 3 Jahren und ein Monat. Auch hier noch eine stabile, feste Konsistenz, nichts Flüssiges. Wir haben auch keine Bläschenbildung. Riecht deutlich nach Mexikaner. Also nach diesem Kreuzkümmelgewürz. Ja, also der Schärfe da, eigentlich hauptsächlich eine Schärfe. Und der Geschmack hat sich ein bisschen nachgelassen, aber keine Ranzigkeit, kein unangenehmer Beigeschmack. Auch das, denke ich, kann man durchaus noch verwenden. Kommen wir zur Barbecue-Soße von Kania, von Lidl. Na, gehst her. Ui, das ist viel. Ja, man riecht den Rauch, das Raucharoma vom Barbecue. Nichts Ranziges, nichts Auffälliges. Schöne Konsistenz, fließt nicht. Ja, auch nicht schlecht. Also nicht, schmeckt nicht verdorben. Ich glaube nicht, dass man davon krank wird. Das kann man durchaus noch verwenden. Es ist erstaunlich, wie haltbar das ist. Ich meine, da ist relativ viel Tomatenmark, Zucker und Branntweinessig drin. Das ist wohl konservierend. Ja, und jetzt haben wir zu guter Letzt die würzige Remoulade, gut und günstig, abgelaufen vor einem halben Jahr. Und hier steht drauf 65% Rapsöl. Also hier haben wir einen sehr hohen Fettanteil, wogegen die fast kaum Fett enthalten. Und Fett ist ja wohl eines der kritischen Dinger. So, gehst her. Na,
Er geht ein bisschen schwer raus. Na. So, jetzt haben wir was. Da will ich auch nicht zu viel nehmen. Ja, der hat schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen komisch im Geruch. Ja, da ist eine deutliche Ranzigkeit zu erkennen. Also ich würde sagen, das sind Kalorien, die rentieren sich nicht mehr zum Aufnehmen. Da haben wir keinen Geschmack dabei. Also das wird definitiv entsorgt und würde ich nicht weiter empfehlen. Witzigerweise ist das schon eben, sagen wir jetzt, 8 Monate über dem Ablaufdatum und es ist ganz deutlich abgelaufen. Ja. Also ich bin erstaunt, dass die 3 Produkte noch so gut beieinander sind. Ich meine, problematisch ist ja immer, wenn was geöffnet ist, es können Keime eindringen, zum Beispiel die Milchsäurebakterien, die ständig in der Luft sind, Pilzsporen könnten reinkommen, aber diese besonderen Verschlüsse hier, diese Gumminoppenverschlüsse, die haben den Vorteil, dass wohl sehr wenig reinkommt und dass die auch dichten, wenn sie mal so offen rumstehen, da kann nichts reinfliegen und wahrscheinlich ist das der Grund. Auch auf der Hütte werden die Sachen natürlich bei relativ niedriger Temperatur, da sind wir maximal 10 Grad, im Winter haben wir 0 Grad über lange Zeit gehalten, so dass auch diese Verfallsprozesse wohl nicht so stark sind. Ja, ich bin echt erstaunt, dass man das doch noch verwenden könnte. Und mein Rat, wenn Sie mal was haben, was abgelaufen ist, probieren Sie es halt erst einmal, bevor Sie es gleich wegschmeißen. Ich glaube, das rentiert sich. Ja, schön, dass ihr dabei wart und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.